Liebe Zuschauer, Brent handelt wieder über 50 US-Dollar nach der größten Ölpreis-Rallye der letzten 7 Jahre. Ist es Zeit oder zu spät, da noch einzusteigen? Das fragen wir in Zertifikate aktuell Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumenroth. Guten Tag, Frau Erz. Ja, Herr Blumenroth, Öl über 50 Dollar, endlich mal wieder nach langer Durststrecke. Sie haben es mal ausgerechnet. In 73 Handelstagen war es ein Plus von 89%. Die steilste Rallye seit Februar bis März 2009. Ist das zu viel und zu schnell auf einmal? Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Eigentlich ist es eher so eine Normalisierung des Preises, würde ich sagen. Klar, wir können es ja auch im Chart noch mal kurz anschauen. Man muss ja sich auch dazu denken, wir haben auch vorher die Bewegung nach unten gesehen. Jetzt sind viele Anleger und Großinvestoren sind zur Ansicht oder zur Überzeugung gekommen, dass der Ölpreis bei 30 Dollar pro Barrel definitiv zu billig ist. Sind eingestiegen, gerade an den Terminmärkten sieht man, haben sich sehr große Longpositionen gebildet von Hedgefonds oder größeren Investoren. Also ich denke, ist natürlich in sehr kurzer Zeit, ist ja jeden Tag im Durchschnitt über 1% gestiegen, aber nichtsdestotrotz, momentan scheint der Preis hier gerechtfertigt zu sein. Die Erholung ist zum einen für die Ölunternehmen eine Entlastung und auch für die Volkswirtschaften noch vertretbar, um das Wachstum zu stützen. Ist 50 da jetzt die neue Komfortzone? Ja, das ist vielleicht nicht für jeden, aber so ein bisschen scheint das so der ideale Preis zu sein momentan, weil gut, wenn man der Ansicht ist, dass die Weltkonjunktur immer noch ein bisschen schwächelt, dann ist Öl bei 50 Dollar pro Barrel natürlich sehr viel hilfreicher, als wenn der Ölpreis über 100 Dollar pro Barrel wäre. Gut, für die Anbieter momentan ist es noch ein bisschen schwierig. Es gibt einige, sagen wir mal, Länder, die jetzt durchaus mit 50 Dollar pro Barrel zufrieden sein könnten. Also Saudi-Arabien scheint damit zufrieden zu sein. Andere Länder können da momentan immer noch nicht kompetitiv fördern, Venezuela. Und es gibt auch so Stimmungen im Markt, die meinen, dass einige Fracker in den USA bei 50 bis 60 Dollar pro Barrel allmählich wieder in den Markt hineinkommen könnten. Also es ist momentan so ein Gleichgewichtspreis, bei dem viele Marktteilnehmer zufrieden zu sein scheinen, nicht alle, aber eine große Zahl. Also wenn Öl auf dem Niveau bleibt, um die 50, auch der Dollar halbwegs stabil bleibt, dann steigt die Inflation. Die Fed, aber auch die anderen Zentralbanken hätten dann ihr Ziel erreicht. Dann würde ja logischerweise die Fed die Zinsen erhöhen können, respektive müssen. Ja, das auf alle Fälle. Das heißt auf alle Fälle, es gibt ja immer noch andere Güter, die gepreist werden müssen. Aber es wäre auch für die EZB eine Hilfe, weil die ja verzweifelt und da versucht, die Inflationsrate hochzubekommen. Würde bedeuten, die EZB müsste irgendwann früher oder später auch die geldpolitische Liquidität ein bisschen zurückfahren. Interessant wird es in den nächsten Monaten, weil wir sehen, das Chart ist jetzt Laufzeit von einem Jahr. Vor einem Jahr waren wir bei 66 Dollar pro Barrel, sind runter bis auf die 30 Dollar gefallen und haben uns jetzt auf die 50 Dollar pro Barrel erholt. Man muss bedenken, wenn wir jetzt Inflationsraten rauskommen, wird der Ölpreis immer noch mit 66 Dollar pro Barrel verglichen und jeden Monat, den es hier nach unten geht, steigt die Inflationsrate, weil der Ölpreis jetzt höher wird im Verhältnis zu dem, wie er vor einem Jahr dann gewesen ist. Bedeutet also, gerade Anfang nächsten Jahres könnte es, wenn der Ölpreis bei 50 Dollar pro Barrel allein bleibt, einen großen Inflationsschub geben. Sogar in der Eurozone vielleicht auf 1,5%, sagen viele Volkswirte. Also der Ölpreis könnte dann die Arbeit für die Zentralbanken erledigen. Also Inflation ist dann vielleicht weniger ein Thema als jetzt, aber auch Ölförderer würden aufatmen. Venezuela, Sie sagten es schon, vielleicht noch nicht, aber Saudi-Arabien kann mit diesen Preisen leben. Neue Bohrungen lohnen sich aber noch nicht unbedingt auf dem Niveau. Heißt das, das Angebot wird folglich knapper, damit aber auch infolgedessen wiederum der Ölpreis in Zukunft höher? Ja, da gehen wir von aus, dass das wahrscheinlichste Szenario ist. Ich glaube, so zahlenmäßig schwer zu fassen, weil man kennt ja nicht jedes Vorhaben, aber ich habe mal gelesen, 1 Billion Dollar Barrel-Explorationsvorhaben sind momentan auf Eis gelegt. Ja. Bedeutet, es wird nicht danach gesucht, neue Ölfördergebiete zu erschließen und spätestens wahrscheinlich im nächsten Jahr, im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres, sollte der Angebotsüberschuss in ein Angebotsdefizit drehen. Bedeutet, auf mittlere Sicht sollten wir, wenn nichts groß anders passiert, eher steigende Ölpreise sehen. Das ist richtig. Erste Indikatoren sehen wir jetzt schon gerade. China als größter Ölimporteur hat diese Woche gemeldet, dass die Einkaufsmanager-Indizes gesunken sind. Ist das schon ein Indikator, dass auch die Ölnachfrage entsprechend schwächer werden würde? Tendenziell
also von den Zahlen her könnte das so sein, aber momentan merkt man davon noch nichts. Die Nachfrage gerade in China ist unverändert hoch. Trotz den volkswirtschaftlichen oder Konjunkturdaten in China merkt man momentan noch keine Nachfrageschwäche. Das Öl ist für die sehr billig, dort die Nachfrage ist auch gut. Der Markt erwartet aber geringere Preissteigerungen als noch zu Jahresbeginn. Man merkt das an den Terminmärkten, wo die Contangos der Ölterminpreise ein bisschen zurückgegangen sind. Also was macht man da jetzt ins Depot, wenn es irgendwie einigermaßen sich einzupendeln scheint? Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also fürs Einpendeln haben wir gerade mal ein Produkt mitgebracht an Inliner. Für die Anleger, die überzeugt sind, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe finden werden. Wir haben jetzt auch zwei Barrieren gewählt, die recht weit weg sind. Also $30 pro Barrel haben wir kurzfristig unterschritten gehabt. Anfang des Jahres sind wir darüber hinaus $70 pro Barrel. Erscheinen momentan auch unwahrscheinlich, weil spätestens ab 55, $60 pro Barrel die Fracking-Industrie wieder massiv fördern würde. Laufzeit ist bis 26.10., also bis Oktober, sind jetzt noch gut 4,5 Monate. Die maximale Rendite wäre 22%. Und der Anleger muss auf zwei Sachen aufpassen. Und auf eine Sache, wird eine der beiden Barrieren berührt oder unter- oder überschritten, würde der Schein fast wertlos verfallen. Kleines Risiko, vielleicht die Brexit-Abstimmung in Großbritannien am 23. Juni. Sollte Großbritannien sich zu einem Brexit entschließen und danach zu Marktverwerfungen kommen, dann könnte dieser Schein riskant sein. Also Anleger müssen da schon dann eine feste Meinung haben und aufpassen, was passiert. Und da es für den Brexit kein volkswirtschaftliches Vorbild gibt, weiß keiner so genau, was passiert. Gut. Wenn jetzt jemand davon ausgeht, aha, Ölpreiserholung hält an, dann sagen Sie, ein Faktorzertifikat wäre genau das Richtige. Das wäre so ein trendstarkes Produkt. Also da müsste man schon sehr überzeugt sein, aha, Ölpreis 50 jetzt, aber da geht noch was. Genau, das wäre jetzt so ein Produkt gewesen, was eigentlich die letzten Wochen ideal gewesen wäre, als wir von 28 auf $50 gestiegen sind, wäre das der Reißer gewesen, sozusagen. Also ich sage, momentan sind wir ein bisschen in die Seitwärtsphase übergegangen, aber jede Seitwärtsphase wird früher oder später wieder in eine Trendphase übergehen. Falls es aus irgendeinen Gründen Angebotsrückgang, Nachfrage, Überschuss der Ölpreis sich wieder nach oben bewegen sollte, können Anleger sich so ein Faktorzertifikat mal anschauen. Muss auch nicht der Hebel 6 sein, gibt auch Hebel 4 und Hebel 2. 6 ist schon sportlicher. Genau. Ja. Das Vorteil ist, es gibt kein Knockout-Risiko bei dem Schein, aber es sollte halt eine relativ trendstarke Phase sein, vielleicht auch eine kurzfristige Bewegung von Ölkammern. Und man muss bedenken, dass die Ölpreise in Dollar notieren, das Zertifikat aber in Euro. Also es gibt noch ein Währungsrisiko. Genau. Das haben wir auch bei dem gegenteiligen Produkt, Faktor Short 6 für alle die, die auf eine Korrektur setzen. Auch hier wirkt der Faktor in beide Richtungen, also für die Korrekturphase. Genau, falls wir aus irgendeinem Grund jetzt auch wieder sehen, dass Angebot wächst, was wir momentan nicht unbedingt erwarten. Es gibt auch kaum Ölförderländer, die momentan die Produktion richtig ausweiten können, außer Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber falls irgendwas Negatives zum Ölpreis passiert, kann der Anleger sich mit dem Faktorzertifikat positionieren. Herr Blumenroth, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, 89% plus in 73 Handelstagen, das gelang dem Brent-Preis in der jüngeren Vergangenheit, der jetzt deutlich wieder über $50 notiert. Da kann man mit einem Inliner-Optionsschein auf eine Seitwärtsbewegung setzen oder sich mit einem Faktorzertifikat eindeutig aufwärts oder abwärts positionieren. Risiken bleiben natürlich wie immer und noch ein neues kommt hinzu. Der 23. Juni, die Brexit-Abstimmung natürlich auch börsentäglich hier bei uns. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal bei Zertifikate aktuell auch wieder mit dabei sind.